passiert. Nur komme ich jetzt einmal kurz zur Garage, Hauptplatzgarage, dann geht's zum Schrank. Wenn die Raketen explodiert, geht's los. Soll ich auch hin? Zähler ist noch einmal kurz weg. Komm am besten nochmal vorbei. Jo. Okay. Ich hab schon 11 Muskel gedruckt, aber du fährst da weg. Hilf. Oh, ja, Schwede. Wollte eigentlich nur Rennüberwachung. Ja, sonst weiß nicht, soll sich mal jemand vielleicht die andere Seite noch stellen? Ich meine, die Strecke geht ganz ein Stück. Der Kollege Bergmann bleibt hier, hat er gesagt. Er hat sich das Ganze hier wegen auch nur übernimmt an normale Kundenaufträge. Wir verteilen uns bitte zu ein bisschen über die Rennstrecke dann. Genau. Ja, genau, ich bleib hier, ich sehe das ja zum Startziel. Ja, einer mit dem Kartshop müsste bei mir bleiben, für die, damit er das Kartziel ankommt. Ich kann das hier machen. Gut, dann macht sie den normalen Dienst und so und ich und der Herr Bergmann bleiben dann hier, dass, falls wegen den Karts was ist, dass ich das dann machen kann mit ihnen. Du bist ein Vollidiot, Alter, du rufst mich die ganze Zeit nach. Bin ich schon. Jo. So, eins brauchen wir noch. Wenn du willst, kannst Karts? Nee, aber wenn du willst, kannst du schon mal für die nächste Runde wieder drei hinstellen, hier in die Garage. Okay, gut. Los. Funktioniert die Schranke, oder? Nein, die Schranke ist dafür, da mein Go-Kart so runter durchfahren kann. Das Witzige ist, bei mir ist die oben. Kann man mit Profi durchfahren. Bei mir auch. Herr Weber, klappt es bei Ihnen soweit? Oh, wie viele Runden fahren denn die? Mit zwei eigentlich. Zurück! Zurück, Grünstein, wie es vorher war. Schlecht, sehr schlecht. Was ist passiert? Ich bin enttäuscht. Bitte die ersten drei um und die Namen bekannt geben. Du bist Erster? Jo. Du Zweiter und du Dritter. Chef, wissen Sie, ob die Karts kaputt gehen können? Eigentlich nicht, oder? Ich glaube, kaputt gehen sie schon noch, aber sind wenig empfindlich. Ich hoffe immer, dass sie nicht kaputt gehen. Nein, gut. Was glaubst du bei mir passiert letzten Tage? War nicht sonderlich viel. Ja, bin ja leider raus bei euch, ne? Ja. Leider. Aber hey, irgendwo muss auch los, oder ist ja nicht. Ja, nee, klar. Alles gut. Ja, ich meine, wenn es mit der Farbe nicht läuft, komme ich hier das Zeug verschenken. Ja, mal gucken. Tobias? Ja. Kannst du bitte das Kart wegtunnen? Ach, das blaue, ja klar. Was ist? Das ist hoffen. Und zum Schluss gibt's Aftershow-Party da, oder wie? Ich glaube schon, ja. Weil da die Bühne ist. Da. Ja. Okay. Eigentlich hätten wir beide auch mitfahren müssen, hey. Was meinst du, die hätten wir abgezockt, die alle? Ja, wahrscheinlich. Gut. Die Rakete gibt das Signal, drei Runden. Habt's gehört? Und nicht vergessen anschnallen. Auf los geht's los. Wer hat das vorhin gegeben, das Event, eigentlich? Keine Ahnung. Na,
Rippen tun schon ein bisschen stechen, oder? Ja. Da, Brustbereich. Na, der Rücken ist es. Da, Bein, irgendwie. Na, Beine nicht. Hand, nach rechts. Das passt schon, mein Rücken. Mhm. Warten Sie dann hier mal um. Eins, zwei, drei. Ja, ein Kollegen, der Kartenmanager ist, welche liegt die Karte? Der Umseite gemacht. Ja, wo? Direkt auf deiner Zeit vom Start. Hallo, hallo. So, für dich zu Info, er hat rausgeschleudert, er hat angeblich Stechen bei der Brust, also Brustbereich stechen. Was hier passiert? Ja, okay. Legen Sie sich mal auf den Boden. Der war drin. Sie bist du unge... Ja, okay. Hinlegen. Ich schneide neues Jahr. 20. So, was tut's jetzt zwar noch? Jetzt geht's aus der Katz. Wer? Wer geht aus der Katz? Ja, ihr zwar. Ey, warum denn? Ich dachte, wir fahren jetzt letzte Runde. Na, jetzt fahren die ersten. Ach so, wer sagt halt. Also, ich dachte. Ich dachte, die gern mitnehmen. Genau, ich glaube, die von alle Streckenposten rennen da. Der erste von der Fuhr Herring. Ja, ist klar, verstanden. Rennen gestartet. Ja, hier Schreckenpass 1, ich bräuchte jemanden, der für mich mit Ablöser kommt. Ich muss ja gerade auf die Toilette gehen. Also Engel 2 steht an der Startziellinie. So ein Bau ist, dass du gar nicht mal fahren kannst. Dann... Machen wir noch eine Runde, oder? Ja, komm mal. Hilf!
Mit Drifts, sehr gut. Ego-Perspektive, vielleicht besser mal gucken. Aber mit 30 FPS ist das der Ego ein bisschen gefährlich, sagen wir so. Heil. Ja, die ist ganz streckig. Ja. Siegerehrung geht los. So, meine Damen und Herren, kommst du doch mal ein bisschen her, kommst du mal ran ein bisschen. Ja, wie gesagt, danke nochmal, dass zahlreiche Leute da waren, auch die Stadtfraktionen. Was war das? Julian, jetzt? Der erste Platz. Aber fangen wir von hinten an, oder? Mit dem dritten. Dritte Platz ist der Kenne keine Heuer. Gratulation. Simon Unge. Der ist gerade in Haft. Der ist in Haft. Ja, mein. Oh, wow. Ach, Mann. So, der zweite Platz, der geht an den Herrn Halm. Viel Spaß damit. Und der erste Platz geht an den Herrn Knippenberg. Oh, wir haben den Knippenberg, du Lama, hol! Ah ja, das zweite Mal. Gratulation. Okay, Herr ja, Bürgermeister, okay. Haben Sie noch? So, also, folgendermaßen. Also, wie gesagt, entschieden, dass er mitgemacht hat, hat unglaublichen Spaß gemacht. Ist immer wieder cool, wenn so viele Leute dann zusammenkommen und da was machen. Und ja, vielen Dank. Ich wünsche euch noch viel, einen schönen Abend euch allen. Viel Glück. Danke. Oder viel Erfolg. Viel Spaß mit dem Geld bzw. mit dem Gewinn an die Gewinner. Der Rest nicht traurig sein. Es wird bald wieder, es wird bald wieder irgendwas stattfinden, keine Sorge. Genau, jetzt ist noch ein bisschen Musikhinterlegung geplant von unserem schönen DJ hier, dem Diplom-Mitschüler Michael Baumgartner. Danke. Und viel Spaß mit der Musik und man hört sich, gell? Genau, das würde ich auch sagen. Viel Spaß euch mit der Musik, euch noch einen schönen Nachmittag und haut's rein. Na, da steht Projektleitung auf der Straße. Ups. Oh, 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 Hilfe. Sehr gut. Super, wow. Dann der Herr Weber tut sich, glaube ich, auf der Strecke verteilen, weil ich habe mir 80.000 von dem Chef geliehen. Ja gut, was zum... Ey, stehen bleiben. Sind Sie bitte oh Part? Mann, ist bei Ihnen soweit. Oh, was macht der? Oh, hey, also bei uns ist gerade ein Kart durch die Luft durch die Stadtziellinien durchgeflogen und dann hat es die Ampel dahinter getroffen und dann normal weitergefahren. Thank you.